tief. Im Herzen Afrikas liegt eine unberührte Welt voller Geheimnisse. Die Abgelegenheit und Größe vieler Regionen hält für uns immer noch mystisch anmutende Überraschungen bereit. Und eine davon ist das Riesenwaldschwein. Ja, ja genau. Und ich bin das Größte. Das sind Mama und ich bei unserer Lieblingsbeschäftigung. Schmusen und baden. Mit der ganzen Familie gehen wir mehrmals täglich ins kühle Wasser. Davon haben wir hier am Edwardsee in Uganda reichlich. Wir sind nicht die einzigen Tiere hier. Vor manchen müssen wir uns auch in Acht nehmen. Aber mein Papa passt gut auf uns auf. Mit seinen großen Zähnen und seinem Kampfgewicht von 180 Kilo. Da haben die meisten auch ganz schön Respekt vor ihm. Anders als bei unseren hässlichen Verwandten, den Warzenschweinen, bleibt unser Papa immer bei uns, um uns zu beschützen. Aber baden tut er auch gern. Die Warzenschweinmama geht gern zur Wellness. Hier lässt sie sich von ganz vielen Streifenmangusten schön machen. Hat sie auch nötig. Mir ist Schönheit wurscht. Ich übe viel lieber das Kämpfen mit meinen Cousins. Und allem, was da sonst noch so rumhängt. Wir kämpfen alle total gerne. Solange es beim Spielen bleibt. Vor meinem großen Bruder hat sogar ein ausgewachsener Warzenschwein meinen Respekt. Vielleicht liegt es aber auch an unserem Papa. Aber nicht alle lassen sich von ihm so leicht beeindrucken. Die riesigen grauen Fleischberge, die passen auch gut auf ihre Kleinen auf. Da macht sogar Papa Platz. Was sonst noch so alles in meinem spannenden Leben passiert? Auch das erzähle ich euch ein andermal. Für heute sage ich erstmal Tschüss. Aber heute ist ja auch nicht aller Tage Abend. Ihr wisst schon. Thank you.